an Thomas, die kleine Lokomotive. Vielleicht hast du sie schon mal gesehen, vielleicht auch nicht. Aber heute werden wir sie bauen. Für den Start heute holen wir uns mal ein bisschen hellblauen Beton raus, Steinziegeltreppen und roter Beton. Das reicht erstmal völlig für den Start. Dann geht's los, dass wir uns natürlich hier einmal erstmal unsere Räderchen bauen. Da setze ich mir jetzt einfach mal hier auf der Schiene so ein kleines Tier einfach mal hin. Zack. Einfach so mit unseren Betonblöcken so ein kleines T. Lass dazwischen immer so dreimal eine Ambosslänge Platz. Und setz mir da dann wieder nochmal so ein kleines T einmal hin. Und dann mache ich das Ganze noch einmal. Denn unser Thomas steht insgesamt auf drei Rädern pro Seite. Ja, das heißt, wir müssen nochmal separat auf der anderen Seite auch nochmal dreimal so ein T und C einmal zeichnen. Sobald wir diese sechs Ts uns einmal gezeichnet haben, platzieren wir da jetzt an den Seiten hier unten nochmal unsere Treppen hin. Denn die Räder sollen ja nicht viereckig sein, er soll ja auch vorankommen, von daher runden wir das Ganze einfach ab. Sobald wir das geschafft haben, nehmen wir mal unseren roten Beton und können jetzt komplett hier einmal drauf unseren roten Beton verteilen. So, den möchte ich mir natürlich auch noch gleich einmal überstehen lassen. Das heißt, das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Und wenn wir schon mal gleich vorne sind, lassen wir das Ganze noch einmal zwei Blocklängen hier nochmal überstehen. Und dann würde ich sagen, dass wir hier einfach nochmal so, zack, einen Block so ein bisschen quer davor nochmal einmal so runter platzieren. So, das können wir hier auch nochmal einmal komplett hier auf die Länge ziehen und gehen dann nochmal auf die Rückseite. Hier machen wir nochmal 1, 2, 3 Blöcke hinten ran und beim dritten hinten setzen wir noch unten nochmal so ein Stückchen ran. So, das können wir auch wieder auf die gleiche Länge hier einmal ziehen, komplett zur anderen Seite. Und sobald wir das denn haben, geht schon los mit unserem blauen Beton. Wir fangen wieder einmal vorne an, lassen uns den ersten Block Platz, setzen uns zwei Blöcke hin, einen Block Platz lassen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Blöcke einmal hinsetzen, lassen uns wieder zwei Blöcke Platz und setzen uns nochmal drei Blöcke hin. So, hier hinten können wir das Ganze schon mal so zur anderen Seite einmal ziehen und hier geht es eigentlich synchron wie auf der anderen Seite weiter. Hier brauchen wir jetzt nicht großartig zählen. Wir gucken einfach, passt das wunderbar und vorne auch nochmal. Jetzt wollen wir das Ganze auch ein bisschen höher ziehen. Wir fangen hinten am besten an. Hier wollen wir das Ganze auf eine Höhe von insgesamt drei Blöcken setzen. Das heißt, wir setzen hier nochmal zwei weitere Blöcke überall einmal rauf und können dann auch als vierte Schicht einfach so eine steinzige Treppenschicht hier einmal machen. Zack, setzen wir die auch noch einmal ringsrum. Obwohl, nicht so weit ziehen, denn hier schlagen wir das nochmal weg und tauschen hier nach hinten noch einmal das aus durch zwei weitere Betonblöcke. Jetzt kommen wir mal hier einmal zur Seite. Die wollen wir auch nochmal auf eine gesamte Höhe von drei Blöcke platzieren. Hier hinten machen wir das Ganze auch nochmal auf zwei Blöcke hoch und vorne erweitern wir es nochmal um zwei Blöcke. Auf der anderen Seite machen wir es natürlich auch noch auf drei Blöcke hoch und auch hier wieder vorne zwei ran und hinten auch nochmal um zwei erhöhen. Hier hinten können wir schon mal die beiden Seiten unten miteinander verbinden. Und dann würde ich sagen, quer davon so einmal rüber, zack, machen wir auch nochmal drei Blöcke. In der Mitte setze ich mir nochmal eine Strebe hin. Auf der anderen Seite kann ich aber hier komplett das mir einmal zuziehen und oben auch nochmal drei Blöcke raufsetzen. Jetzt kommen wir mal hier zu den Seiten. Die sind ja noch ein bisschen offen. Das wollen wir ändern und setzen hier auch nochmal jeweils drei weitere Blöcke hin. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Und sobald wir das denn haben, geht es einmal nach vorne. Hier haben wir noch ein paar Lücken. Die wollen wir zumachen. Das heißt, wir fliegen auf die Innenseite und setzen hier einfach so einen kleinen Bogen rein mit drei Blöcken. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Sobald wir das haben, geht es oben weiter. Hier wollen wir noch ein paar Streben uns mal reinziehen. Wir lassen immer, sage ich mal, eine Blockreihe frei. Und setzen uns dann hier einfach so eine Dreierstrebe hin. Insgesamt können wir dann drei Streben uns hier einmal so lang ziehen. Sobald wir das haben, glaube ich, wird es langsam Zeit für neue Blöcke. Aber ich denke mal, die Steinziegeltreppen können wir noch verwenden. Von daher platzieren wir die jetzt hier immer einmal dazwischen noch einmal so rein. So, immer schön nach unten. Andere Seite genau das gleiche Spiel, dass wir die hier einmal unten so dran platzieren. Und in der Mitte drehen wir einfach mal so eine Treppe um, dass wir hier den Boden haben. Und dann haben wir das hier alles schon mal, sage ich mal, schön miteinander verbunden. Und dann machen wir einfach noch eine Sache und zwar setzen wir hier in dieser mittleren Strebe, zack, nochmal einen Betonklotz einmal oben drauf. Und da fällt mir noch auf, wir könnten die Treppen auch noch nehmen, um sie, sag ich mal, hier hinten einmal zu platzieren. Einfach zwar hier hinten einmal dran, zack, 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 die Treppen platzieren. Jetzt wird es aber wirklich Zeit, dass wir uns mal neue Blöcke rausholen. Wir holen uns jetzt einfach mal ein paar Schwarzsteinstufen raus. Nochmal einen schwarzen Betonblock holen wir uns raus. Dann ein bisschen glatten Quarzblock, dafür nochmal die Treppen. Dann holen wir uns Schwarzsteinmauern raus. Dann nochmal ein paar polierte Schwarzstein-Ziegelstufen und dafür nochmal die Blockvariation. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an, um unserem Thomas auch ein Gesicht zu geben. Das heißt, wir setzen jetzt hier vorne, würde ich mal sagen, lassen wir den ersten Block so, wie er ist. Beim zweiten setzen wir jeweils hier nochmal einen schwarzen Betonblock einmal rein. Können davor denn einmal unsere Schwarzsteinstufen nehmen, darauf auch nochmal zwei Stufen. Dann machen wir uns hier einfach mal so drei
Betonblöcke hier mal so in der Mitte hin. Einer mal vorne hin. Und dann können wir darauf noch 1, 2, 3 weitere Ebenen einmal hier platzieren. Und dann würde ich noch nach vorne auch nochmal, zack, mir so 3 Blöcke noch einmal setzen. Na sowas, jetzt haben wir hier noch eine Lücke. Haben wir wohl vergessen. Wir nehmen uns nochmal die Treppen hier, unsere Ziegeltreppen, und setzen hier einfach nochmal so eine Strebe ein. So, damit die Lücke hier zu ist. Ja, jetzt kriegen wir es hin. Ja, dann können wir auch gleich noch unsere Mauer nehmen, hier vorne noch einmal daran platzieren, so als kleinen Schornstein. Und dann wollen wir Thomas auch jetzt sein Gesicht geben. Wir nehmen mal unsere Quarzblöcke und bauen hier vorne einfach mal so ein schönes Pluszeichen ran. An den Seiten können wir hier einmal, zack, unsere Treppen einmal platzieren. Und sobald wir da die Treppen dran haben, muss ich mal selber gucken, was wir jetzt noch nehmen. Ich würde mal sagen, den schwarzen Beton können wir noch weiter verwenden. Fliegen wir hier hinten zu unserem Fahrerhäuschen vom Zugschaffner und können hier einfach mal unsere Fenster so schon mal ein bisschen zubauen hier mit dem schwarzen Beton, dass man hier nichts mehr durchsieht. Dann können wir auch gleich mal noch unser Dach raufsetzen. Wir nehmen mal unsere polierten Steinblöcke, können die hier mal an den Seiten einmal platzieren. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Setzen uns in Stufen jetzt hier einmal vorne ran. Auf der anderen Seite können wir die auch hier noch einmal vorne ransetzen. Dann setzen wir hier einfach mal, zack, die Stufen nochmal so einmal hin. Und dann würde ich sagen, na komm, das machen wir ja einfach komplett mit 3 Stufen. Dann wollen wir das Ganze noch einmal überstehen lassen. Hier oben machen wir einfach nur an den Seiten von den Stufen nochmal eine Stufe runter. Aber in der Mitte lassen wir es dann einfach so frei. So, die anderen Blöcke können wir einfach so, wie wir die haben, hier auch gleich nochmal übertragen. Stufen natürlich noch ran. Und hier in der Mitte, zack, an den Seiten einfach nur. Wir könnten theoretisch schon Thomas auch seine Kohle geben. Dann nehmen wir einfach mal unsere Schwarzsteinstufen, setzen die hinten einmal hin. Ich würde mal sagen, an den Seiten machen wir einfach Stufen hin und in der Mitte einen Block. Man kann natürlich auch Kohleblöcke nehmen, aber ich finde diese Stufen oder Blöcke, die passen auch super als Kohle. Die haben sogar eine bessere Textur, finde ich, als der normale Kohleblock. Wir befinden uns gerade noch hinten, schnappen dann nochmal unsere Schwarzsteinmauer und können die mal einmal hier hinten in der Mitte einmal ransetzen. Es wird wieder Zeit, dass wir uns neue Blöcke rausholen. Holt euch mal ein paar glatte Steinstufen raus, ein bisschen blauer Teppich, eine Eisenfalltür, dann ein paar Würstufen. Dann holen wir uns mal eine Mauer raus, jetzt mal die Steinziegelmauer. Dann holen wir uns auch ein bisschen Stolperdrahthaken raus. So, diesen Lümmel hier. Dann holen wir uns noch ein bisschen Duritmauern raus. Dann holen wir uns noch ein paar Steinknöpfe raus und ein paar Seelenlaternen. Wir fangen erstmal wieder mit Massenarbeit an. Wir nehmen erstmal unsere glatten Steinstufen, fangen auch gleich hier vorne bei Thomas einmal an. Hier können wir einmal, was hier noch offen ist, einfach mal mit unseren Stufen hier einmal versehen und dahinter setzen wir auch nochmal 2 Stufen ran. Jetzt biegen wir hier einmal zur Seite ab und wollen jetzt hier uns so einmal langarbeiten mit den Stufen. Erstmal setze ich mir noch eine Stufe hier runter, 2 nochmal zur Stabilisierung hier. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter hier zur Tür, setze ich mir da unten nochmal 2 Stufen hin. Biege hier wieder einmal ab, setze mir hier hinten komplett einmal so unsere Stufen hin, biege hier wieder ab, einmal bei der Tür, gehen wir wieder ein bisschen weiter vorne, können hier nochmal eine untersetzen und hier nochmal 2. Danach können wir mal einfach die Stufen durch einen gelben Betonblock mal austauschen, denn jetzt wollen wir schon gleich mal die Schrift drauf machen von Thomas. Der ist natürlich der Beste und kriegt natürlich gleich eine 1. Da ganz einfach und simpel machen wir mit gelbem Beton hier einfach mal eine 1 rein. Auf der anderen Seite müssen wir die 1 natürlich spiegelverkehrt bauen. Ne, dass die natürlich hier in die andere Richtung guckt, damit das natürlich aussieht wie eine 1. Sobald wir das geschafft haben, nehmen wir gleich mal unseren Teppich und können den einmal hier oben drauf einfach mal komplett verteilen. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Den Teppich wollen wir aber nicht nur jetzt hier an den Seiten verteilen, sondern machen es auch nochmal hier hinten auf unseren Steintreppen. Zack, setzen wir auch nochmal eine Reihe davon rauf. Wenn wir das soweit geschafft haben, nehmen wir mal unsere Eisenfalltür und können den mal hier auf den Knubbel von diesem Betonblock einmal setzen. Die Eisenfalltür wollen wir aber auch nochmal hier an den Seiten von unserer Tür zu Thomas einmal platzieren. Darauf könnt ihr auch gleich ein paar Würstufen setzen und hier oben dran auch nochmal 2. Hier nach vorne gesehen würde ich mal sagen, hier könnten wir eigentlich auch noch eine Würstufe hinsetzen. Und dann setzen wir uns nochmal 2 Würstufen hier einfach mal auf den Boden einfach mal hin. Gehen hier zur anderen Seite, setzen hier auch noch eine Würstufe hin. Jetzt können wir hier an der Tür wieder unsere Eisenfalltüren platzieren. Darauf die Würstufen und hier oben dran auch nochmal 2. Jetzt nehmen wir mal unsere Steinziegelmauer und können die hier zwischen einmal vorne platzieren und können dann gleich unseren Stolperdrahthaken hier einmal an unsere Schaffnertüren hier einmal auf der hinteren Seite einfach mal platzieren, natürlich auf beiden Seiten. Kommen wir zu unseren Duritmauern, die wollen wir einmal hinten platzieren, darauf können wir auch gleich unseren Steinknopf einmal platzieren und setzen nochmal eine weitere ganz vorne hin, denn Thomas hat vorne natürlich auch sein Licht und dann setzen wir da unsere Seelaterne rauf. Um weiterzubauen, holen wir uns jetzt mal einfach mal ein paar schöne Kolben raus, dann ein bisschen Teppich, am besten den grauen, dann holen wir uns noch ein paar Hebel raus, Eisengitter holen wir uns einfach nochmal raus, dann Steinziegelstufen, rote Lederziegelstufen, davon nochmal die Treppen, dann polierte Treppen und davon nochmal die Stufen.
Erstmal beginnen wir mit den polierten Sachen. Die wollen wir mal an den Seiten platzieren. Wir fangen hinten an, dass wir hier einfach mal eine Treppe ransetzen. Davor eine Stufe. Da setzen wir dann einfach mal so eine Treppe ran, die, sag ich mal, mit dem Rücken dann einfach mal nach vorne gerichtet ist. Das können wir dann auf den zwei vorderen immer einmal in der Mitte machen. Danach setzen wir nur noch unsere Stufen hier einmal oben einmal an. Vorne machen wir drei hin und hinten zwei. Sobald wir das haben, gehen wir jetzt einmal auf die andere Seite und wollen das da separat noch einmal platzieren. Erstmal unsere Treppen, ich glaube, das ist der einfachste Schritt. Wir setzen die einmal hinten rein, dann einmal hier so ran und danach immer jeweils hier einmal in der Mitte. Ganz vorne können wir hier einmal oben drei Stufen platzieren, danach kommen nochmal zwei Stufen und hier an der Treppe nochmal eine. Jetzt sind wir ja gerade bei den Treppen und Stufen, die wollen wir natürlich auch noch gleich weiterbauen oder verbauen. Und da fangen wir nochmal vorne an. Wir nehmen mal unsere roten Treppen, setzen die hier einmal vorne komplett einmal ran. Dahinter setzen wir 1, 2, 3 weitere rote Stufen, die können wir hier einmal bis nach hinten hier unten in der Mitte einmal ziehen. Oh, bis wir hinten einmal ankommen, perfekt. Denn wollen wir jetzt an unseren Treppen nochmal hier Steinziegelstufen uns platzieren. Da mauern wir so ein bisschen hier, sag ich mal, die rote Stufe hier einfach mal ein. Und sobald wir das geschafft haben, kommen wir jetzt so langsam schon mal zu den Eisengittern. Die brauchen wir eigentlich nur vorne. Da setze ich mal einmal hier an der Seite hin, lasse einen Block frei und setze mir in der Mitte nochmal eine Stufe hin. Jetzt verbauen wir mal unsere Kolben. Ich setze mir einfach hier vorne einfach mal zwei rein. Ein Hebel dazwischen, damit wir die auch aktivieren können. Und darauf setze ich mir einfach nochmal Teppich, um sie so ein bisschen zu verkleiden. Jetzt fällt mir gerade noch so auf, wir könnten theoretisch hier vorne nochmal in der Mitte, wo dieser rote Betonblock ist, komplett einmal alles schwarz machen. Das sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. So, dann wollen wir natürlich nochmal auf die Rückseite gehen und da auch nochmal zwei Kolben uns platzieren. Wir lassen nochmal einen Block frei und können hier einfach mal unsere Kolben reinsetzen. In der Mitte unseren Hebel und Teppich brauchen wir diesmal nicht draufsetzen. Da haben wir ja schon unsere Stufen. Thomas ist jetzt fertig. Jetzt kann er losfahren, seinen Freunden unterstützen auf den Schienen. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann haust rein. Und tschüss.